Hallo, ich bin Franziska Essig, Tierärztin in der Pferdeklinik Ankum. Ich bin hauptsächlich in der Fahrpraxis tätig, mit Schwerpunkt Zähne und Gynäkologie. Aber auch alles andere, alle Notfälle, Verletzungen, Lahmheiten werden von mir mitbetreut. Heute möchte ich euch was zum Thema Hufrehe erzählen. Hufrehe ist beim Pferd immer noch eine relativ verbreitete Erkrankung, kommt immer wieder vor. Wir haben in der Praxis draußen noch sehr häufig damit zu tun. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man ein bisschen erkennen kann, wann könnte mein Pferd Hufrehe haben und was kann ich machen, bis der Tierarzt da ist. Wichtig dabei ist, dass die Hufrehe ein Notfall ist, eine schwerwiegende Erkrankung ist. Die kann ganz leicht verlaufen, ohne größere Schäden, nach ein paar Tagen oder Wochen wieder vollständig verschwunden sein. Sie kann aber auch bis zum Tod des Pferdes führen. Dieses Pferd, was wir hier stehen haben, hat glücklicherweise keine Hufrehe. Er dient uns heute nur als Modell, um ein paar Dinge am Huf zu demonstrieren. Die Hufrehe ist eine sehr vielfältige Erkrankung. Es gibt sehr viele verschiedene Ursachen dazu. Auf die verschiedenen Ursachen möchte ich gar nicht im Einzelnen eingehen. Frage ist ja, wie erkenne ich, dass mein Pferd eine Hufrehe hat? Bei einer akuten Hufrehe ist es so, dass dem Pferd meistens beide, seltener nur ein Bein wehtut, bis hin zu allen vier Beinen tatsächlich. Aber das klassische Bild betrifft meistens die Vorderbeine, meistens auch beide Vorderbeine. Dabei ist dem Pferd das Auffußen auf den Boden mit den Füßen unangenehm. Das heißt, die Pferde sind druckschmerzempfindlich an der Sohle. Und das versuchen sie zu kompensieren, indem sie ihr Gewicht nach hinten verlagern. Da wird das ganze Pferd so ein bisschen langgestreckt vorne. Die Vorderfüße dehnen sich so ein bisschen nach vorne auf. Das Pferd versetzt seinen ganzen Schwerpunkt hinten auf die Hinterhand. Sieht so ein bisschen aus, als wenn das Pferd sich mal streckt, was es vielleicht morgens nach dem Aufstehen mal macht. Das ist auch völlig natürlich, das darf es auch machen. Wenn das Pferd diese Haltung aber permanent einnimmt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ein zweites Symptom, was wir haben, sind heiße Hufe. Die kann man sehr gut fühlen, wenn man einfach mal hier so runterstreift und die Hand vorne auf den Huf drauflegt. Wenn wir nur einen warmen Huf haben und das Pferd läuft dabei aber normal, dann kann es natürlich auch sein, dass das Pferd einfach auf diesem Huf gelegen hat vorher oder der Huf in der Sonne gestanden hat und die anderen Hufe im Schatten waren. Ein warmer Huf, der kurzfristig von außen so ein bisschen warm ist, ist auch normal beim Pferd. Wenn wir jetzt aber wirklich beide Vorderhufe oder sogar alle vier Hufe deutlich erwärmt haben, da kann man auch ruhig mal ein anderes Pferd zur Kontrolle nehmen und bei einem anderen Pferd nochmal gucken. Dann zusätzlich zu dem bisschen veränderten Laufverhalten kann das schon ein Hinweis auf Hufrehe sein. Wichtig ist dabei, dass die Pferde wirklich nicht laufen möchten. Man sollte sie also auch nicht dazu zwingen. Man merkt das häufig schon, wenn die einfach stehen und nicht so richtig Schritt gehen wollen. Selbst wenn die noch nicht diese typische Rehehaltung einnehmen, tun ihnen die Füße häufig trotzdem schon weh. Das dritte Symptom, was man mit ein bisschen Übung auch selber mal kontrollieren kann, ist die sogenannte Pulsation. Dafür wird die Durchblutung der Mittelfußarterie ein bisschen stärker, was immer dann passiert, wenn wir eine Entzündung im unteren Bereich des Beines haben. In diesem Fall eben im Huf. Hier außen und auch auf der Innenseite verläuft ein dickes Gefäß. Und das fängt an mit der Zeit, nicht ganz innerhalb von ein paar Minuten, aber schon innerhalb von einer Stunde, ein bisschen zu pulsieren. Hier auf dem Fesselkopf kann man sie sogar manchmal ein bisschen sehen, wenn man Pferde hat wie ihn, wo das Bein relativ schön klar ist. Wenn die Pferde viel Behang haben, ist es ein bisschen schwieriger. Dann kann man seine Hand hier hinlegen. Den Daumen außen, die Zeigefinger innen, wobei das Geschmackssache ist, das kann man auch andersrum machen. Und fühlt dann, dass dieses Gefäß deutlich pulsiert. Wenn man dann mit den Fingern hier fühlt, dann fühlt man manchmal ein ganz leichtes Klopfen. Das ist normal. Das ist der Puls des Pferdes, den man hier auch fühlen kann. Bei einer Hufrehe wäre das deutlich verstärkt. Das ist wie ein Klopfen oder ein deutliches Pochen unter den Fingern. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich das Gefühl habe, mein Pferd hat wirklich Hufrehe? Wichtig ist, den Pferden tut die Bewegung weh. Also nicht jetzt noch spazieren gehen eine Runde, sondern das Pferd möglichst schnell wieder in die Box bringen. Die sollte auch weich eingestreut sein. Ist egal, welche Einstreu. Wichtig dabei nur, dass es relativ dick ist, dass das Pferd weich und bequem steht. Das zweite ist, dass man die Hufe kühlen kann. Entweder unter fließendem Wasser oder, wenn das Pferd es mitmacht, auch einfach das Bein in den Eimer stellen oder alle Beine in den Eimer stellen. Man kann auch Kühlgamaschen nehmen. Wichtig ist nur, wenn man Kühlpacks nimmt, dass die nicht direkt aus dem Frost sind,
Sonst kann es zu Erfrierungen am Pferdebein kommen. Und auch wenn es dem Pferd in dem Moment schlecht geht, ist ein wichtiger Punkt, dass man es jetzt nicht mit Kohlen- und zuckerreichen Futtermitteln füttert. Also nicht extra nochmal eine Schippe Hafer rein, sondern keine Kohlenhydrate, kein Hafer, kein Müsli, keine Möhren, keine Äpfel, kein Brot, nur ein bisschen Heu und warten, bis der Tierarzt kommt. Wichtig dabei bei Ponys, dass es durchaus mal sein kann, wenn die zu wenig Heu haben, dass sie dann anfangen, das Stroh oder sogar die Späne zu fressen. Sollte man im Auge haben, gegebenenfalls einen Maulkorb dann drauf machen können. Und auf jeden Fall den Tierarzt anrufen, damit er zeitnah kommen kann und dem Pferd dann weiterhilft.